Müller Milchreis, High Protein in der Geschmacksrichtung Classic Schoko und Schokobanane. Bei allen drei Sorten war die Süße sehr schwach. Das Aroma kam kaum zur Geltung. Also bei Schokobanane zum Beispiel hat man von der Banane kaum irgendwas wahrgenommen, obwohl laut Zutatenliste ist da was enthalten. Also hier steht Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat. Und ich habe zwischen den beiden Sorten, also der Schokolade und dieser Version hier, kaum einen Unterschied geschmeckt, außer bei der Konsistenz. Also geschmacklich auf jeden Fall nicht gelungen. Und ja, dieser Milchreis hier hat auch Aspartam, also ist er nicht für alle geeignet. Da sieht man es nochmal. Aspartam. Die Nährwerte sind auf jeden Fall besser als vom herkömmlichen Milchreis. Also die Nährwerte hier bei dem Proteinmilchreis sind folgendermaßen. Da haben wir 14 Gramm Eiweiß, das ist bei allen drei Sorten gleich. Also die unterscheiden sich bei den Nährwerten kaum. Da haben wir 18 Gramm Kohlenhydrate und 4,1 Gramm Fett. Hier bei der etwas besseren Version des Milchreises, also Zero, da haben wir 5,8 Gramm Eiweiß, 20,2 Gramm Kohlenhydrate und 4,2 Gramm Fett. Also auf jeden Fall besser, was die Nährwerte angeht. Vom Preis her, da schwankt der Preis zwischen 70 Cent bis 1,29 Euro. Und ja, manchmal gibt es dieses Produkt hier auch bei Lidl oder Aldi als Angebot für 33 Cent. Und mein Fazit ist, also ich würde das auf jeden Fall persönlich nicht mehr kaufen. Einmal, weil der Geschmack einfach nicht gelungen ist. Und das, ja, also wie gesagt, der Geschmack ist nicht gelungen und das Produkt hier enthält Aspartam. Deswegen würde ich das einfach nicht kaufen. Das ist so meine Meinung. Bis dann, Leute. Tschüss.